alle Momente, in denen Severus Snape Harry Potter beschützte. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir uns all den Momenten widmen, in denen Severus Snape Harry Potter geschützt hat und das sogar mit seinem Leben. Nach den Ereignissen der Heiligtümer des Todes wurde enthüllt, dass Severus Snape in Wirklichkeit die ganze Zeit mit dem Orden des Phönix zusammengearbeitet hat. Trotzdem hatte er die ganze Serie über eine böse Rolle. In Wirklichkeit jedoch schützte er Harry die ganze Zeit über. Wir fangen natürlich mit dem Stein der Weisen und der ersten Szene an. Bei Harrys Quidditch-Spiel verzauberte Professor Quirrell Harrys Besen und versuchte ihm zu schaden. Unsere Aufmerksamkeit ist dabei allerdings nur auf Snape gerichtet, denn es scheint so, als ob er die Zaubersprüche spricht, um Harry zu verzaubern. In Wahrheit versucht Snape Quirrell gegenzuwirken und den Fluch von Quirrell zu stoppen. Hermine zündet letztendlich Snapes Mantel an, um ihn abzulenken, und da Snape und Quirrell nebeneinander sitzen, lenken die Flammen Gott sei Dank nicht nur Snape ab, sondern auch Quirrell. Dies führt dazu, dass der Fluch von Quirrell verschwindet und Harry weiterspielen kann. Snape ist zu diesem Zeitpunkt der Einzige, der nicht auf Quirrell reingefallen ist. Snape ist es auch, der während des Duells mit Professor Lockhart Harry den Zauberspruch Expelliarmus zeigt, den Harry zu seinem Erkennungszauber macht und ihn sogar benutzt, um Lord Voldemort schließlich zu töten. Während der gleichen Schulstunde tötet Snape die Schlange, die Harry offenbar bedroht, nachdem Harry, der nicht weiß, dass er ein Paselmund ist, verwirrt und verängstigt ist. Harry, Ron und Hermine fanden Mrs. Norris in einer versteinerten Form und Harry wurde daraufhin des Angriffs beschuldigt, aber Snape informierte Dumbledore, dass Harry und seine Freunde wahrscheinlich zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Auch Snape folgte Harry, Ron und Hermine, um sie vor Sirius Black zu beschützen, der angeblich hinter Harry her war, da er glaubte, er sei in echter Gefahr, nachdem er festgestellt hatte, dass Lupin seinen Werwolfstrank bei Vollmond nicht eingenommen hatte. Snape schlägt Harry nieder, um ihn vor dem verwandelten Lupin in Sicherheit zu bringen. Selbst nachdem Harry ihn in der heulenden Hütte angegriffen hat, stand Snape als Schild vor dem Trio, um sie und Harry vor dem Werwolf Lupin zu schützen. Im Orden des Phönix verlangsamt Snape absichtlich die Produktion des Veritaserums, um Harry nicht verhören zu können bzw. Umbridge davon abzuhalten. Als Voldemort in Harrys Geist Bilder erscheinen lässt, wie er angeblich Sirius im Ministerium foltert, möchte Harry Sirius natürlich helfen und reist mit seinen Freunden ins Ministerium, wo er feststellt, dass Voldemort ihn manipulierte. Die Todesser tauchten auf und griffen sie an. Snape war jedoch derjenige, der dem Orden des Phönix Bescheid gab und somit Harry und seine Crew rettete. Im Halbblutprinzen signalisierte Snape Harry, still zu sein, damit die Todesser nicht auf seine Anwesenheit aufmerksam werden, und geht dann zum Turm hinauf, um Dumbledore zu töten, wie sie es vereinbart hatten. Als Harry hinter den Todessern herläuft und fast von Bellatrix getötet wird, hilft Snape ihm, indem er Bellatrix sagt, dass der dunkle Lord Harry töten will und sie es nicht darf. Snape ist auch derjenige, der auf die Idee gekommen ist, dass der Orden des Phönix Vielsafttrank benutzen soll, um Harry zu duplizieren und ihn dadurch zu schützen. Danach nahm er die Verfolgung mit Voldemort auf, um die Todesser von Harry wegzuführen. Snape schickte außerdem eine gefälschte Version des Schwertes von Godric Gryffindor in das Verlies von Bellatrix Lestrange, während er das echte Schwert in einem Eissee versteckte. Er schickte einen Patronus zu Harry, um ihm zu zeigen, wo sich das Schwert befindet. Snape wusste, dass Harry dem Zeichen vertrauen würde, da es eine Patronusform war, die ihm bekannt vorkam, eine aus seiner Familie. Kurz vorm Ende schweigt Snape vor Voldemort darüber, dass Voldemort nicht der wahre Besitzer des Elderstabs werden konnte. So schützt er einerseits Draco als auch Harry. Er geht sogar so weit, dass er Voldemort versicherte, er sei der wahre Besitzer, obwohl das nicht stimmte. Er versuchte ihn zu überzeugen, auch wenn das seinen eigenen Tod bedeutete. Als Voldemort letztendlich Snape tötete, gab Snape Harry seine Tränen, um die Erinnerungen für Harry sichtbar zu machen. Harry sieht im Denkarium schließlich Dumbledores und Snapes letzte Botschaft an Harry, um ihm zu zeigen, wie er Voldemort besiegen kann.
Außerdem hilft Snape Harry dadurch zu verstehen, dass Snape die ganze Zeit auf seiner Seite war und seine Absichten vollkommen rein waren. Er spionierte jahrelang als Doppelagent für Dumbledore und den Orden des Phönix. Man kann abschließend und selbstbewusst sagen, dass Snapes Absichten rein waren und er sein Leben für Harry riskierte. Und ohne diesen Einsatz von Snape wäre Voldemort wahrscheinlich nie besiegt worden. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.